Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Samstag früh oder Vormittag. Heute ist Event. Heute kommen möglicherweise die Legendären. Heute wird es ein richtig langer Tag, deswegen habe ich auch Rucksack an. Ich habe nie Rucksack an, ihr wisst. Echt nur die wichtigsten Sachen immer dabei, aber heute geht es echt ab. Ich bin bereit, den ganzen Tag, die ganze Nacht durchzufahren, ausgehend davon, was heute alles passieren wird. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal auf dem Weg zu einem Kollegen, die Module abholen, damit später der Bodenplatz überhaupt läuft. Gab ein bisschen Stress, keiner hat sich gemeldet als Modulwerfer. Musste ich halt einschreiten, deswegen mache ich das heute mal eine Weile. Auf dem Weg erstmal die Module holen. Und zufälligerweise habe ich heute Morgen auch gesehen, dass der Kollege, zu dem wir jetzt gehen, sich in einer meiner Home-Agenten gesetzt hat. Den Gefallen müssen wir natürlich zurückzahlen. Deswegen, kleiner Umweg, setze ich mich in eine seiner Home-Agenten, die zufällig gelb ist. Und dann, wie gesagt, heute echt ein langer Tag. Schauen wir mal. Ich treffe mich jetzt mit Kura und Tati und vor dem Bordeaux-Platz schauen wir noch kurz bei einem anderen Ort vorbei. Aber das hat seinen Grund. Aber mehr dazu gleich. So, setzen wir uns mal rein. Was stelle ich denn hier rein? Ist eigentlich relativ egal. Hier. Einheit Ärger, wieso nicht? Und mein erstes Mal bei dieser Arena. Drehen wir die nochmal. Und los geht's. So, Module gerade abgeholt. Jetzt auf dem Weg zum Funtainment. Patti ist unterwegs. Muss da kurz was erledigen. Paar Jungs treffen. Paar Geschäfte. Ihr wisst, Pokémon ist nicht nur Serious Business, sondern Yu-Gi-Oh! War auch Serious Business. Dementsprechend heute das Thema des Videos: Serious Business. Paar Sachen erledigen. Und wir haben vor kurzem 5000 Abos geknackt. Ich hatte noch keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. Und jetzt haben wir auch schon 5, 7 oder so, fast 6000. Ist echt krass, wie es abgeht. Und Kanal wächst. Dementsprechend wird das alles ernster. Ein paar Leute schreiben mich immer an. Ich kriege schon ein paar Angebote, Sponsoren und sowas. Aber bisher echt nichts Ernsthaftes. Abgesehen von einem Sponsor. Dementsprechend muss ich auch hierher kurz was erledigen, weil der Sponsor ist Pokémon Card Market. Link unten in der Beschreibung, echt top. Schaut vorbei, checkt den ab. Mehr dazu demnächst oder im Verlauf des Videos. Card Market ist halt so eine Online-Seite für alle möglichen Karten, die man dort kaufen und verkaufen kann. Und die haben halt zum Beispiel Pokémon Card Market, Yu-Gi-Oh! Card Market, Magic Card Market. Aber das läuft alles über eins. Und bin jetzt halt von denen gesponsert. Aber ich kann natürlich nichts mit dem anfangen. Dementsprechend muss ich jetzt hier kurz vorbeischauen, mit den Jungs was klären. Mehr zu den Jungs gleich. Die werden dann sozusagen das, was ich bekomme von Card Market, verwerten, weil ich ja nicht mehr aktiv irgendwas spiele, weder Yu-Gi-Oh! Noch Pokémon oder so. Pokémon habe ich nie gespielt oder Magic. Kann ich halt nichts mit dem Guthaben, was ich bekomme, machen. Aber die Jungs sind Serious Business, das sind klasse Trader, die kriegen alles los. Also falls ihr Karten braucht oder Karten verkaufen wollt, egal was, schaut bei denen vorbei. Mehr Infos zu den Jungs gleich. So, auf dem Weg. Ich habe mir Kogai, einen aktiven Duel Links-Spieler. Ich habe ihn mal mitgenommen, damit er ein paar echte Yu-Gi-Oh! Karten sieht. Nicht nur seine virtuellen. Nach dir. Sorry, kann ich mal durch? Oh mein Gott! Was geht? Was geht? Oh mein Gott, ein Toter. Nein, ey, nein, komm. Oh shit. Bruder, wie geht's dir? So sein. Was? Was geht dir so ab? Hä? Was geht dir so ab?
Gar nicht, seid ihr? Auch grüßt ihr das Vertrag. Was? Servus. Hab ich doch. Merz. Auch Türke. Ja, du auch? Ja, was? Ey, heftig, Alter. Ich dachte, du bist Spanier oder so. Ja. Krass. Du bist mit Hammer da nicht, oder? Digga, ich dachte, Spanier. Was? Ich mein Spanier, Digga. Ich dachte, er ist Spanier oder so. Ja. Ja. Du bist auch. Er ist Türke, Mann. Ja, ich weiß. Hä? Es klappt, Tati. Pass schon. Hast du gesehen? Chongs Ordner ist hier. Vorbei! Ja, tot, Mann! Aber das war ja klar! Shit! Bruder, was geht ab? Neue Ära, hast du nicht gehört? Gar nichts mehr! Hä? Jo, Tati, Mann! Geht's ja, alles gut! Du hast doch nicht gehört, Alter! Die ganze Stadt hat schon gehört! Neue Ära, die Trend war das in einem neuen Channel! Drauf geht's! Das ist. Okay, Bro, mach mal kurz ein Skript, oder? Ja, das war's so. Am Anfang. Jungs, sehen ihr erstes Video. Tati war früher bekannt als der Star auf dem YouTube-Channel von uns. Der Star. Er reicht die Fackel weiter. Wie bitte? Nein. Achso, ich dachte, Jungs, haben wir schon gehört. Nein, ihr könnt euch noch begehen. Das kommt auf meinen Channel noch. Oh. Okay. Die Jungs begehen sich. Was macht ihr? In der Zwischenzeit reden wir über unsere neuen Sponsoren. Pokémon Kartenmarkt. Wie gesagt, wir müssen die Jungs noch ein paar Sachen regeln, dass die das übernehmen. Ja, was auf jeden Fall, die Jungs, also nicht die Jungs, also die Pokémon Card Market hat mir auch ein paar Gutscheine gegeben. Die Gutscheine verteile ich an euch. Die habe ich jetzt im Verlauf des Videos schon mal alle eingeblendet. Jeder, der neu ist, kann sich da anmelden. Link unten in der Beschreibung. Und ansonsten, jeder, der sich gerade nicht anmeldet, gibt 5 Euro Gutschein direkt drauf. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auf jedem Konto einlösbar. Sprich auf Magic Card Market, Yu-Gi-Oh! Card Market, Pokémon Card Market. Ah, da bin ich mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall könnt ihr das abchecken. Meldet euch an, kriegt ihr 5 Euro Gutschein. Genaue Informationen unten in der Beschreibung. Alex hat den letzten voll verkauft. Wir haben gerade ein Deck rangetradet. Ah ja? Also Zodiac Core. Was einfach eh schon tot ist. Nichts Besonderes hier halt. Die Zuschauer kennen sich nicht aus. Kennen sie nicht aus? Nein. Sicher. Natürlich. Dann werden dann in Zukunft auf jeden Fall noch Videos kommen, die Decks besser beschreiben. Genau, da Deck-Profiles machen. Erklären wir alles. Analysen und sowas, wenn ihr das wollt. Je nachdem halt. Der geht jetzt gerade mit meinen Zuschauern. Achso! Was wolltest du mal auf seinem Video? Achso! Hey, wenn ihr was braucht, meldet euch bei Trade Brothers. Achso! Einfach auf YouTube. Ich dachte, wir reden mit unseren Zuschauern. Nein, Mann. Hey, deine Zuschauer sind auch unsere Zuschauer. Das ist echt so. Aber ich muss. Ihr habt doch keine Zuschauer, Mann. Ja doch, mit 30 Abonnenten. 31. Stimmt. Ja, mit Tati 31 Tati jetzt. Mit Tati 32. Hast du nicht abonniert? Ich hab doch nicht. Hey, jetzt hier den Live auf, ihr abonniert. Okay. Tati, gib gleich ein. Wie heißen die? Trade Brothers. Ja, ist ja okay. Oh! Zusammen oder getrennt? Getrennt. Eventuell haben wir eine Premiere für euch. Schreib mal so, bitte. Nein, eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon. Trade Brothers, oder? Ah ja, schon. Denk ich mal. Wir sind schon am Leiden, Leute, wegen unserem Namen. Ja. Jungs, ja, da wieder, Jungs. Ne? Okay. 30 Abonnenten sehe ich hier. Also, oh mein Gott, schon 2 deabonniert. Jungs. Ich hab euch abonniert. Direkt, mach gleich mal die Klingel an, Tati. Hey, die Klingel an, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Morgen macht euch gleich eine Anleitung, wie man uns abonniert. Und hey, morgen auch die Klingel anmachen, wenn ich es euch gemacht habe. So, wann kommen die ersten Videos? Heute, oder? Wahrscheinlich heute oder morgen, ja. Wir haben alles spannend. Je nachdem, wie ihr wollt. Wie heißt euer Kanal? Trade Brothers. Wie? Trade Brothers. Kannst du es aufschreiben? Ja, klar. Machen wir. Bin ich im Video? Ja. Warte. Das ist aber gedappt. Ist geil. Ist ja
Dann wird's auch eine. So, das war's. Wir gehen jetzt. Bisschen farmen noch. Bisschen vorbereiten, Items sammeln und so. Für heute Abend. Das wird echt legendär. Abonniert, hast du abonniert? Ich hab schon abonniert. Schön. Wir haben heute erst ein Video gedreht. Ja, Mann, heute. Heute? Ja. Das kommt heute online. Also, mehr schneidet dann. Also. Nein, nicht heute. Heute bin ich die ganze Nacht unterwegs. Okay, dann, Jungs, morgen. Ja, morgen regelt das schon für uns. Genau. TBT ist tot, aber dafür gibt es die Train Brothers. Das war nicht schnell. Ich werde später, Digga. Zwei Fleisch später. Zwei Autos, die links, rechts, die Woche. Ich werde mal den Power-Mix. Warte. Egal. Wert, wir gehen. Wir hören uns. Bruder, wir sehen uns auf jeden Fall. Abonniert ihn. Danke, dass du gekommen bist. Kerem. Komm, sehen uns dran. Hat mich gefreut. Auf geht's, Kugel. Los geht's. So, das war's. Das war vom letzten Samstag beim Chicago GoFest Event, wo wir danach zum Bordeaux-Platz gegangen sind und es halt so richtig voll war. Kurz mit den Jungs gechillt und mit den Trade Brothers kurz was geklärt. Checkt die ab, falls euch Trading Card Games interessieren. Die sind echt krass unterwegs. Das ist echt serious business. Ansonsten, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt einen Sponsor, weil es wird langsam ernst. Also es wird echt langsam serious business. Wir haben die 5000 Abos damals geknackt, also das Video ist noch für das 5000 Abo Special. Aber gestern haben wir auch bereits die 6000 geknackt, richtig krass. Nochmal fettes Danke dafür. Dazu kommt bestimmt auch noch ein Special, falls ich es zeitlich hinbekomme. Nicht, dass wir da auch schon wieder 7000 haben, bevor ich das hinkriege. Und falls mir da auch irgendwas einfällt. Ansonsten, ich habe in diesem Video, und jetzt blende ich hier nochmal ein, den letzten Code für dieses Video. 8 Codes eingeblendet, 5 Euro Gutschein, falls ihr euch dort anmeldet. Und einen neuen Account erstellt, kriegt ihr 5 Euro drauf. Mit dem könnt ihr machen, was ihr wollt. Irgendwas kaufen. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic-Karten. Und dann könnt ihr es an die Trade Brothers verkaufen. Pokémon Go. Nicht Pokémon Go. Pokémon Market. Jetzt mein neuer Sponsor. Wir sind echt gewachsen. Und wie gesagt, das wird echt langsam serious business. Das habe ich bereits auch schon mehrere... Nicht Typen. Mehrere angeschrieben einfach. Auf, in Bezug auf Sponsoring und Partnership und sowas. Bisher echt nichts, Ernsthaftes, richtig viel Fake-Zeugs. Auch so eine richtig lächerliche Pokémon Go-Seite zum Beispiel, die Accounts boostet und sowas. Und da steht zum Beispiel in der Liste der Partner FSU ATL, der bekannteste Spoofer, also echt unseriöse Sachen. Aber Pokémon Market, wie Yu-Gi-Oh! Card Market, sehr zu empfehlen, die kenne ich bereits. Checkt die ab, falls ihr Trading Card Games spielt, kann ich echt nur empfehlen. Ansonsten, wir wachsen, ich habe sehr viele Sachen geplant, es wird echt serious business demnächst. Soll ich euch ein paar Sachen erzählen? Ja, wieso nicht? Also, es sind auf jeden Fall Shirts geplant. Also, da haben mich schon ein paar gefragt. Also, Shirts sind in Planung. Super saftig, richtig leidend. Keine Ahnung. Und Streams sind auch geplant. Schauen wir mal. Und Hand in Hand mit Streams natürlich auch Donations. Aber die kommen demnächst. Aber ich wurde bereits jetzt schon von ein paar Zuschauern darauf hingewiesen, darauf gefragt, ob die mir irgendwas spenden können. Und die wollten zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen spenden, damit ich mir als Dankeschön, damit ich mir Goldmünzen und sowas kaufe. Was eigentlich ganz cool ist, aber mein Account ist eigentlich free to play, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie umsetzen werde. Aber denk mal, Donations auf jeden Fall jetzt dann aktiv. Unten in der Beschreibung mein PayPal-Link. Also das ist echt merkwürdig, das zu sagen, aber gehört dazu. Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Also langsam wird es ernst. Ich bin auch im Gespräch mit anderen Sponsoren, Partnerships. Also macht euch da auf mehrere Veränderungen gefasst. Also nicht Veränderungen, also es bleibt alles beim Gleichen. Plus ein bisschen extra. Ich denke, da wird auch was für euch rausspringen, wie zum Beispiel jetzt Gutscheine. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Trade Brothers aus. Danke für die 6000 Abonnenten. Jetzt wird es langsam echt serious business. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Und Pokémon sind serious business.